Aber ich kann nichts machen. Ups. Oha. Ist diese Uhr irgendwie unter Kontrolle? Moment. Das ist jetzt sehr seltsam. Augenblick mal, wenn ich jetzt den Tag neu starte, was passiert dann? Moment, F1. Ja. Ist an diese Uhr gebunden. Geil. Geil, 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 geil. Sehr schön. Ah. Ja, komm, beweg dich. Da liegt ein Seitenschneider. Nimm das Ding. So. Und dann könnte man diesen Seitenschneider vielleicht hier verwenden. Sehr gut. Warte, der Draht ist durchtrennt. Wer? Moment, da stimmt was nicht. Der Timer. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie wären zu früh hochgegangen. Oh mein Gott. Boon. Was mache ich jetzt auf einmal hier? Und wo zum Henker muss ich hin? Und was soll ich jetzt machen? Da waren noch Sachen im anderen Raum, die ich hätte... Ich glaube, die Masken müssen dich nicht mehr jagen, Boon. Diese Spielchen sind jetzt überflüssig. Lefkadio! Was machst du denn hier? Bitte, du musst gehen! Ich kann das erklären, aber wahrscheinlich muss ich das gar nicht. Tut mir so leid, mein alter Freund. Ich hätte es dir sagen sollen, aber du kannst eben sehr beharrlich sein, oder? Ich werde alles niederbrennen. Du weißt, wie sehr ich diesen Ort liebe. Aber sie liebe ich noch mehr. Wusstest du, dass wir ein Kind bekommen? Und dieses Anwesen, all diese Kosten und die Mühen. Ich bin nicht mehr der wilde junge Spieler von früher, Leffi. Ich dachte, du wärst stolz auf mich. Ich habe die Dämonen sicher weggesperrt. Keine Jagd mehr nach den höchsten Einsätzen. Obwohl auch dieser Plan seine Reize hatte. Aber ich habe den Zeitpunkt so eingestellt, dass es erst in die Luft geht, wenn alle draußen sind. Das Anwesen wird niederbrennen, denn die Kamine sind alle miteinander verbunden. Und ich habe das Personal angewiesen, in jeden Kamin eine Ladung zu legen. Aber es wird niemand zu Schaden kommen. Und dann musste ich feststellen, dass der Draht hier gekappt wurde. Und ich habe meinen furchtbaren Fehler bemerkt. Wenn nicht jemand den Draht durchtrennt hätte, wäre alles viel früher in die Luft geflogen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Verstehst du es jetzt? Er hat das nie gewollt. Er hat nie jemanden wehtun wollen. Bitte. Bitte erspar mir diese Qual. Eleanor, bist du das? Unsere blutende Dame. Nein, das hat er nicht so gewollt. Oh, Moment, das war... Nein, das hat er nicht so gewollt. Aber er hat es getan. Und sie sind gestorben. Sie alle. Er hat sie getötet, Boon. Er hat alle getötet, die ihm etwas bedeutet haben. Seine Freunde. Seine eigene Frau. Ein ungeborenes Kind. Wir haben es nicht verdient, dass man uns vergibt. Sie haben es verdient, vergessen zu werden. Verstehst du nicht, Boon? So halte ich sie am Leben. Das Fest, dieser Tag,
Das Fest, dieser Tag. Ich erneuere das Leiden. Ich sehe ihre Gesichter. Ich erinnere mich an sie. Sie würden wollen, dass wir uns selbst vergeben. Sie würden uns gehen lassen. Sie würden wollen, dass du lebst. Aber ich bin nicht bereit dafür. Ich werde niemals bereit sein. Bitte, Boone. Boone. Alles, was du in diesem Anwesen siehst, sind die Erinnerungen eines gebrochenen Mannes. Eine Albtraumnacht, in der er alle Menschen umgebracht hat, die ihm etwas bedeutet haben. Er hat sie jede Sekunde seines Lebens bereut und sich immer gewünscht, sie rückgängig machen zu können. Ein Mann alleine ist für alles verantwortlich, was in diesem Anwesen geschieht. Lukas. Lukas. Und? Lukas. Schau, wie alt du geworden bist, mein Lieber. Es ist an der Zeit. Wir müssen ihn aufsuchen. Wen immer wir jetzt auch aufsuchen müssen. Dieses Ende ist der Hammer. Okay. Nein. Oh Gott. Er hat sich x-fach vervielfältigt. Klon. Überklon oder so. Es ist mehr als 40 Jahre her, Lukas. Du hast dich lang genug selbst bestraft. Du wärst bei dem Sturz fast gestorben. Und es schien fast, dass du nur überleben wolltest, um noch ein wenig mehr zu leiden. Du warst im Krankenhaus, dem Tode nah. Du warst im Gefängnis. Auch das war nicht genug. Jeden Tag hast du gelitten und uns vermisst. Wir sind nicht hier, um dir zu vergeben, Lukas. Das würdest du nicht wollen. Wir sind verloren und wir können die Worte nicht aussprechen. Du kannst niemals wissen, ob wir die Worte überhaupt aussprechen würden. Aber so sehr du dich auch selbst gehasst hast, eins hast du immer gewusst. Tief in deinem Herzen hast du gewusst, dass ich nicht gewollt hätte, dass du auf ewig leidest. Eines Tages muss es genug sein. Und dieser Tag könnte heute sein, Lukas, wenn du es willst. Wenn du bereit bist. Du musst nichts vergessen. Du musst dir nur genug vergeben, um leben zu können. Sein bloßer Anblick ist für mich schon schmerzvoll. Genauso, wie mein Anblick schmerzvoll für dich ist. Er ist der König des Anwesens. Er ist möglicherweise der unverfälschte Blick in deine Seele, Liebster. Schwach, vernachlässigt, allein. Aber überaus mächtig. Genug Zorn, Schmerz und Trauer, um dieses Anwesen hunderte Male zu zerstören und wieder aufzubauen. Gefangen hier unten, durch diese Spiegel dabei zusehend, wie seine Freunde wieder und wieder ermordet werden. Er ist der König des Anwesens, aber ein Marionettenkönig. Es ist an der Zeit, ihn von dieser Qual zu erlösen.
Nimm deine Maske, Lukas. Sie wird dir zurückgeben, was du verloren hast. Und dann lass uns gehen. Lass uns alle gehen. Das bedeutet nicht, dass du vergessen sollst. Ich liebe dich. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Geh fort. Nimm diese Uhr. Dreh die Zeit zurück. Lass das Fest von Neuem beginnen. Wir werden alle da sein. Deine Freunde werden da sein. Dein Anwesen, deine Erinnerungen. Du musst sie nicht gehen lassen. Es ist deine Wahl. Willst du den Tag neu starten? Ja, nein, ich weiß nicht. Immer auf nein. Dieser Ort gehört dir, Lukas. Er ist furchtbar und heruntergekommen und verflucht. Du musst hier kein Gefangener sein. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich so sehr geliebt und du mich. Ich weiß, dass es dir leid tut. Ich weiß, dass das nicht ausreicht. Aber es ist geschehen. Löse dich von dem Schmerz. Lebe dein Leben. Auf Wiedersehen, Liebster. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Die letzte Maske. Sehr mysteriös. Auf Wiedersehen, Liebster. Was immer ich auch bin, ich bin immer hier. Besuche mich, wenn du willst, aber bleib nicht zu lange. Es wird Zeit, neue Erinnerungen zu schaffen. Zeit, das Leben zu leben, das du noch hast. Zeit, darüber hinwegzukommen, alter Mann. Oh jo, was hast du getan? Das nur wegen Geld. A dark room with nothing.
Ja, thank you for playing the sexy brutal. Wow, ja, Lukas, was hast du getan? Mit dem, was er getan hat, wird er leben müssen. So war unsere Entscheidung. Und puh, was für eine Auflösung. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte zeitweise überlegt, dass Lefkedio eine Version von Lukas sein könnte. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Und auch was ja diesem Typen da mit der goldenen Maske, was das anbelangt, auch da hatte ich ja immer sehr stark Lukas in Verdacht. Also, dass das Lukas ist. Aber ich war mir halt auch nicht so hundertprozentig sicher. Und dass das Ganze dann letztendlich darauf hinausläuft, dass da also keine dämonischen Kräfte oder sonstiges am Werk waren, sondern dass diese ganze Geschichte, die sich da abgespielt hat, letzten Endes auf das zurückzuführen war, dass er halt finanzielle Probleme hatte. Seine und vor allen Dingen die Zukunft seiner Frau und seines Kindes gefährdet sah und sich durch den Brand, durch einen spektakulären Brand, sich wieder gesund stoßen wollte, indem er halt das Versicherungsgeld kassiert, wenn er das Anwesen zerstört. Tja. Das war nicht die beste aller Ideen und das hat all seinen Freunden das Leben gekostet, seiner Frau das Leben gekostet und das gemeinsame Kind, das er zusammen mit seiner Frau erwartet, ebenfalls das Leben gekostet. Tja, ein sehr hoher Preis. Dass er sich dann halt in, ja, was eigentlich? War das eine Traumwelt? War das ein wirklich irgendwie ein sich ständig wiederholender Tag, den er wie auch immer generiert hat? Das sei dahingestellt. Letztendlich hat er sich davon befreit und muss sich nun halt dem stellen, was er getan hat und damit leben. Gut. Ja, wir haben jetzt nicht alles geschafft, aber doch eine ganze Menge. Eine Spielkarte fehlt uns nach wie vor noch und eine Einladungskarte, die haben wir nicht bekommen. Somit haben wir dann natürlich auch nicht das Kartenspiel gegen diesen Blackjack-Spieler durchführen können. Tut mir leid, aber naja, Dinge passieren halt. Komme ich hier noch irgendwo? Ach nee, da komme ich nur in die Optionen. Nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Tja, okay, das war, wie gesagt, The Sexy Brutal. Ein Spiel, ich sag mal so, wenn ich mir nicht ständig selber im Weg gestanden hätte und Dinge komplizierter gesehen hätte, als sie eigentlich waren, dann sind die Rätsel ausgesprochen fair und auch nicht besonders schwierig. Wie gesagt, also, dass ich da an der einen oder anderen Stelle vollkommen daneben gelegen habe. Das lag einfach daran, dass ich halt falsche Lösungsansätze im Kopf hatte und die dann natürlich auf Teufel komm raus durchsetzen wollte und dann halt doch irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, Namlos, du liegst vor sowas von falsch und versuche doch einfach mal anders. Nun gut, letztendlich haben wir aber alle Rätsel lösen können und das ist ja auch schon mal was. Gut, wir haben die ganzen Geheimnisse, die da noch aufgelistet waren, als letzter Punkt, da sind wir irgendwie gar nicht zugekommen. Also ich habe da doch das ein oder andere irgendwie übersehen, was bei mir ja nichts Besonderes ist, das passiert immer mal wieder. Das Spiel an sich finde ich von der ganzen Herangehensweise sehr gut gemacht, also ich würde es durchaus empfehlen, wenn man halt mit Spielen dieser Art gut zurande kommt, also die einem zusagen, warum nicht? Das Speicherkonzept hat mir erst nicht so gefallen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gesagt, okay, du kannst aber jederzeit speichern. Du hast halt nur einen Speicherpunkt. Du hast nicht die Möglichkeit, wieder halt an einem vorhergehenden Speicherpunkt zurückzugehen, was ich persönlich sehr schätze, wenn diese Möglichkeit besteht. Ja, ich hätte jetzt hier halt nochmal quasi ansetzen können, gerade jetzt hier zum Schluss, um diesen letzten Schritt, der letztendlich dann ja das Spiel beendet hat, zurückzunehmen, sprich also in der Kapelle noch nicht das Fenster da zum Einsturz zu bringen,
sondern mich dann erst noch weiter halt in der, im Anwesen aufzuhalten, um halt die letzten Rätsel da irgendwie noch zu lösen. Gut, ist hier halt nicht gegeben. The Sexy Brutal ist so wie viele andere Spiele auch für verschiedene Plattformen vorgesehen, also nicht nur für den PC, sondern auch für diverse Konsolen. Und ich weiß jetzt so nicht auswendig, inwieweit bei den Konsolen da die Einschränkung gegeben ist bezüglich der Speichermöglichkeit von verschiedenen Spielständen, kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall denke ich mal, dass das halt immer noch eine Rolle mitspielt und aus dem Grunde halt die Speichermöglichkeiten etwas eingeschränkt sind. Gut, man kann damit leben. Wenn es einem gar nicht gefällt, dann sollte man sich überlegen, ob man das Spiel jetzt spielen will oder nicht. Aber wie gesagt, mir hat es soweit ganz gut gefallen. Ich fand auch die grafische Präsentation sehr gelungen. Ja, diese Kombination zwischen aktueller 3D-Grafik und dann trotzdem dieser isometrische Anordnung der Grafik. So dieses von schräg oben halt der Kamera. Das dann so ein bisschen so die Brücke geschlagen hat zu den alten 2D-Games. Das fand ich sehr gut gelöst, fand ich auch sehr witzig. Und von daher, also Grafik fand ich gut, Sound ist einfach klasse. Die Rätsel, wie gesagt, sind okay und naja, gut, schwamm drüber halt, was ich da jetzt teilweise draus gemacht habe, das habe ich ja erläutert. Alles im Allen wirklich ein Spiel, das man durchaus empfehlen kann und wo ich sagen würde, wenn es euch zugesagt hat, dann besorgt es euch einfach und macht euch ein paar vergnügte Stunden. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute.